Ja, Leute, gerade lecker gefrühstückt und vor allem gesund. Gesund, ja. Gesund. Richtig gesund. Meckes. Keine Schleichwerbung. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg zur Fotokina und da ist der Eingang zur Fotokina. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Erster Tag. Milu, Mike, Milu, Fotokina. Yeah. So, Leute, wir sind jetzt bei Nikon angelangt und betreten jetzt die heiligen Hallen. Nein, Spaß, natürlich in die heiligen Hallen von Canon. Und wer Canon cool findet, gibt dem Video einen Daumen hoch. Wer eine Nikon hat, gibt dem Video auch einen Daumen hoch. Wer eine Sony hat, gibt dem Video einen Daumen hoch. Wer eine Panasonic hat, gibt dem Video einen Daumen hoch. Wer eine Olympus hat, gibt dem Video einen Daumen hoch. Was gibt's noch? Minolta, Ricoh, keine Ahnung, Pentax und alles Mögliche. Alle einen Daumen hoch geben, einfach weil wir Fotografie und Videografie lieben, oder? Ja, so ist es. Ja, hier wären wir dann beim offiziellen Schwanzvergleichstand. Wer hat den längeren, ne? Ja, Leute, die Kamera, über die alle sprechen auf der Fotokina, und zwar die 7D Mark II. Sieht man das überhaupt? Ja. Da, 7D Mark II. Ich habe sie jetzt in der Hand und schaue sie mir ein bisschen mal an. Jetzt läuft er mir hier durchs Bild. Ja, mal schauen, was sie so kann und was sie nicht kann. Die Holzklasse der Kameras. Chill ich gerade hier am Stand von Blackmagic, Atomos und Glidecam und so. Und wer überrascht mich da? Ja, kennt ihr den? Michael von Digital Minds. Hallo. Ja. Sag mal, wink mal in die Kamera. Yay! Ja, Leute, guck mal, wen ich hier noch getroffen habe. Stellt euch mal vor, du bist der. Der Sven. Der Mani. EOS Andy. Die Nathalie. Der Alex. So, und noch ein bekanntes Gesicht gibt's hier. Und zwar. Hier, das wird auch hier spannend. Was haben wir denn hier? Da, red, blue, red, was? Ja, wir sind jetzt bei Hänsel und jetzt muss ich auch eigentlich leise sein, weil da vorne macht der Tobi ein Interview mit dem Gabor Richter. Da schauen wir mal vorbei, ne? Schaut mal, Leute, wer da ist. Kelvin, Benjamin Jaworski und der Gabor Richter. Und hier, wer ist das? Milo Pini. Der Milo. Der Milo, genau, der Sänger. Erster Tag bei der Fotokina, der Freitag neigt sich so langsam dem Ende. Wir haben hier noch im The Flash Gym eine kleine Abendrunde gemacht mit ein paar netten Getränken und natürlich hier dem Martin Krolau. Den kennen wir alle und wer den nicht kennt, unbedingt auschecken. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, Martin, dass wir hier sein durften und mit dir feiern. Schön, dass du hier warst. Ja, vielen Dank. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch schon auf mein Bett und auf den morgigen Tag. Ich auch. Also, gute Nacht. Ich mache den Test mit der Gänsehaut. Also 3, 2, 1 und... tut es, und zwar hier GoPro. Eine GoPro.
erster Tag für mich auf der Fotokina und mein absolutes Messe-Highlight, natürlich interessiert euch das, ist der Stand von Harper Team. Hier mein Buddy Daniel Müller von Harper Team. Checkt auf jeden Fall Harper Team heraus. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich knacke hier mal, und das darf ich nicht so laut sagen, ich knacke hier mal den Objektivschrank da hinten. So Leute, Fotokina ist für mich vorbei, der Samstagabend ist angebrochen und das bedeutet 18 Uhr Fotowalk und zwar mit... Oh. Alter, wollt ihr mich verarschen? Steht hier nur, weil es geregnet? Ja. So, da sind so ein, zwei Leute gekommen. Sagen wir alle Hallo! Hier. Ja, geil. Sehr cool, ich freue mich drauf. Echt viel gekommen, obwohl es ein bisschen regnet, aber wir stehen ja erstmal hier drunter und schauen uns gleich Langzeitbelichtung bei Regen an, ist das heutige Thema, oder? Richtig? Stand ja so in der... Langzeitbelichtung bei Regen. Und ja. bei So, Fotowalk hier fast vorbei. Die Zeit in Köln ist schon fast vorbei. Fotokina zwei Tage anstrengend gewesen. Sehr müde. Heute noch ein hübsches Kölsch mir gegönnt. Und jetzt geht's auch gleich wieder nach Hause. Wir bestellen noch ein, zwei Kölsch, aber dann geht's wieder zurück und morgen wieder nach Berlin. Und deswegen rufen wir alle hier Tschüss in die Runde. Tschüss! Zum nächsten Mal. Ja, Leute, das war der Fotokina-Vlog von mir. Zusammen mit Milo, PD, aka Tobi war ich hier in Köln unterwegs. Zwei Tage insgesamt, Freitag und Samstag, waren wir auf der Fotokina. Hat dir irgendwas besonders gut gefallen? Dieser besonders gut gefallen hat mir an sich da nichts. Aber das Geilste an der ganzen Geschichte war natürlich, Freunde zu treffen, die man halt nur über Facebook kannte, wie Way of Art, Mani, USW hast du nicht gesehen. Das ganz war schon, das war das absolute Highlight auf jeden Fall. Tobi hat auch ganz viele Interviews geführt mit verschiedenen Menschen aus der Fotografie-Szene. Schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei, Milo PD News, da werden die Interviews Stück für Stück nacheinander kommen. Für mich war auch das Geilste, einfach mal neue Kontakte zu knüpfen und alte Kontakte wiederzutreffen. Also wie du eben schon gesagt hast, Leute zu sehen, die man sonst nur über Facebook kennt und sowas. Der Fotowalk war sehr genial. Gestern Abend um 18:30 Uhr haben wir uns zum Fotowalk getroffen, zusammen mit Markus Boos und Christian Adams haben wir einen Fotowalk organisiert und Markus hat mal durchgezählt, wir waren am Anfang 52 Leute. Ey, großartig, vielen, vielen Dank an jeden, der da dabei war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten eine Menge Spaß, also mir hat es echt Spaß gemacht, auch die ganzen Leute zu treffen und ja, wir frühstücken erstmal hier eine Runde gesund, Ei und sowas und Bacon und ja, gleich geht es dann zurück nach Berlin und damit verabschiede ich mich aus diesem Vlog. Bis dann. Ciao, ciao. Wie aus dem Videotitel zu entnehmen war, hier kommt endlich das Gewinnspiel. Ich bin mittlerweile wieder zurück in Berlin und ich mache zusammen mit Christian Adams, der auch mit beim Fotowalk war, beziehungsweise Markus, ich und Christian Adams waren so die Initiatoren von dem Fotowalk und Christian hatte für alle Teilnehmer dort Gutscheine für seinen Shop beziehungsweise seine Trainings. Also das waren so 15% bis 100% Gutscheine und da haben wir uns überlegt, dass ich nochmal 300% Gutscheine verlose auf meinem Kanal für das Training von Christian Adams, Photoshop lernen von A bis Z. Das ist ein Training, 6,5 Stunden geht, das kostet normalerweise 25 € und ihr habt die Möglichkeit, es komplett umsonst zu bekommen. Es ist sehr umfangreich, alles mögliche über Photoshop wird da gezeigt, also gerade für Einsteiger und so ist es echt ideal. Ich habe mir das auch angeschaut, schon alle die ganzen 6,5 Stunden und selbst ich habe immer wieder Sachen dazugelernt, die ich nicht so wusste. Also Christian geht da sehr detailliert auf alles Mögliche ein, deswegen sehr coole Sache. Und wenn ihr das gewinnen wollt, dann müsst ihr gar nicht so viel dafür tun. Ihr müsst einfach nur unten in die Kommentare schreiben Photoshop. Mehr braucht es nicht, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. YouTube hat nichts mit der Verlosung zu tun und der Rechtsweg ist auch ausgeschlossen und alles Mögliche. Hier nur nochmal die Infos zur Sicherheit. Einfach nur Photoshop in die Kommentare schreiben und dann nächsten Montag ziehe ich dann drei Gewinner und benachrichtige die. Alle anderen dürfen natürlich auch wie wild Kommentare schreiben und schreiben, ob ihnen der Vlog gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt es. Wenn nein, dann schreibt es auch gerne rein und gibt aber trotzdem immer Däumchen nach oben. Abonniert kostenlos den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. In Zukunft gibt es ganz, ganz viele Videos und ja, wir sehen uns dann Mittwoch schon wieder mit einem Tutorial. Bis dann.